Hallo zusammen, Meier 3007 hier. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und der Präsentation meines neuen Bücherregals. Das ist jetzt ein kompletter Eigenbau, dieses Regal. Ich habe es gestern mit meinem Vater zusammengesetzt, der das auch für mich geplant hat, dieses Regal. In diesem neuen Regal habe ich jetzt alle meine Küstenkrimis stehen. Ich habe es auch schon ein bisschen ausdekoriert, da es bei uns im Nonnunanort zurzeit richtig schöne Küstendekorationsartikel gab. Oder gibt, besser gesagt. Das ist jetzt quasi hier genau neben meinem anderen Bodenregal habe ich das jetzt aufgestellt. Ja, und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz zeigen, was da alles so drin steht. An Büchern. Sandra Dünnschede. Deichgrab, Nordmord, Friesenrache, Todeswatt, Nordfeuer, Friesenkinder, Friesenlüge, Friesenschrei, Friesenmilch, Friesengroll, Friesennebel und Friesengift. Das ist der aktuell neueste. Die Bücher gefallen mir alle richtig gut. Das sind die Bücher mit Kommissar Thamsen und seinen Freunden Tom und Haie. Dann haben wir noch Heidi Punt, die Strandleiche. Ist noch nicht gelesen. Dann kommen jetzt die Bücher rund um Rudi, Rosa und Henna. Krabbenbrot und Seemannstod, Der letzte Heuler, Miss Wattenmeer singt nicht mehr, Mörderjagd mit Inselblick, Muschelmord und Meeresrauschen und Zum Teufel mit den fiesen Friesen. Und dann haben wir hier meine geliebte Gisa Pauli-Reihe rund um Mama Carlotta. Band 1, Die Tote am Watt fehlt momentan. Das habe ich jetzt zu Ostern verlost, aber das Buch kommt auf jeden Fall auch bald wieder hierher. Jedenfalls haben wir hier Gestrandet, Tod im Dünengras, Flammen im Sand, Inselzirkus, Küstennebel, Kurschatten, Strandläufer, Gegenwind, Sonnendeck, Gegenwind, Vogelkoje, Wellenbrecher und Sturmflut. Ihr wisst ja, diese Reihe lieb ich heiß und innig. Meine absolute Lieblingskrimireihe. Und hier oben haben wir jetzt die Bücher von Christiane Franke stehen. Es sind die Krimis mit Oda Wagner und Christine Cordes. Mord ist aller Laster Ende, Mord unter Segeln, Mord im Watt, Mord im Nebel, Mord in den Dünen, Mord auf der Sandbank, Mord zwischen Wind und Wellen, Mord zwischen Ebbe und Flut, Mord im Küstenwind und Mord zwischen Wind und Wellen. Dann Sina Berwald, Heringsmord und Krabbencocktail. Das sind die beiden Fälle fürs Rentner-Ehepaar Schmelzle. Und dann kommen die beiden Möwenkrimis. Die Mordsmöwen und der Möwenalarm. Da hoffe ich ja inständig, dass da irgendwann nochmal ein neuer Fall kommt. Denn ich liebe Ahoy und seine chaotische Truppe einfach. Die Bücher sind absolut zum Schießen. Habe ich euch beide auch schon rezensiert, falls es euch interessiert. Und dann zwei Bücher von Hannes Nygaard. Vom Himmel hoch und Nordlicht. Das sind beides Hinterm Deich-Krimis. Da gibt es noch sehr viele. Also wenn mir die gefallen, habe ich noch einiges zu lesen. Und ihr seht ja, Platz ist noch genügend da im Regal. Und hier oben nochmal, wie erwähnt, die beiden Möwen, die ich mir mal aus Hamburg besorgt habe. Die gefallen mir auch immer richtig gut, wenn ich sie sehe. Moin Moin! Hier eben noch, kann ich euch nochmal die Dekoration aus der Nähe zeigen. Ja. Kennt ihr noch gute Küstenkrimis, die hier noch fehlen in dieser Sammlung? Wenn ja, könnt ihr mir gerne Tipps in den Kommentaren geben. Mich würde es freuen. Also bis dann. Meier 3007.